Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr wieder etwas Zeit habt, nicht nur für mich, sondern auch heute ist die Elke dabei. Ich habe sie eingeladen und sie ist meiner Einladung gefolgt, weil ich bei der Elke sehr wichtig finde, wie sie ihr Leben handhabt. Also sprich Beruf und das Energetische, wie sie das zusammenbringt. Und ich habe das Gefühl, dass das auch wichtig ist für euch, wenn ihr arbeitet in einem normalen Beruf, in Anführungszeichen, und nicht wisst, wie bekomme ich das Energetische mit rein. Aber gut, dazu etwas später. Jetzt würde ich gerne von der Elke wissen, wie du das denn handhabst oder wenn du dich einfach ein bisschen vorstellst, was machst du beruflich und was machst du im energetischen Bereich? Danke vielmals für die Einladung, Sandra. Freut Gerne. mich sehr, mit dir zu plaudern. Dankeschön. Ja, ich bin Bilanzbuchhalterin und seit über 10 Jahren in Österreich Bilanzbuchhalterin. Und vor 10 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht in Liechtenstein und habe dort eine Firma gegründet für Bilanzen, Steuererklärungen, Lohnverrechnungen. Und zusätzlich dazu bin ich im Energiebereich tätig und biete auch dort meine Leistungen an. Und beides zusammen macht mein Leben reich. Ich finde das so interessant, eben das Finanzgeschehen, die Buchhaltung, die Zahlen, das trockene Gebiet und auf der anderen Seite, sage ich mal, das Leben, die Energie. Du hast vorher auch erwähnt, dass du die Energiearbeit gerne nutzt, auch als Ausgleich, weil... Genau. Also für mich ist die Bilanztätigkeit oder die Buchhaltungstätigkeit so im Kopf. Ich muss den ganzen Tag mich so konzentrieren und es geht extrem viel vom Verstand aus, dass ich meinen Ausgleich in der Energiearbeit suche und brauche, weil ich dort ins Fühlen gehe, ins Spüren gehe, ins Kommunizieren mit der geistigen Welt gehe und dort meinen Ausgleich finde. Ohne das eine und das andere geht nicht. Wenn ich nur eine gewisse Zeit in den Bilanzen tätig bin, dann spüre ich, es fehlt mir was. Es geht mir nicht gut und ich fühle mich unrund. Hast du mal im Finanzgeschehen auch die geistige Welt mit einbezogen? Ja, das kommt jetzt immer öfter und das ist eigentlich auch mein Impuls für die Zukunft. Die Energiearbeit auch mit einzubeziehen in die Buchhaltungen, eigentlich auch in die Beratungen selber, weil viele Unternehmer kommen ja nicht nur mit den Zahlen, die kommen ja in den meisten Fällen ja auch mit Themen. Wie soll ich mit meinem Mitarbeiter umgehen oder soll ich ihn kündigen oder ihn in eine andere Stelle versetzen oder wie schaut es mit meinen Zahlen aus? Und das hat ja oft oder meistens ganz andere Hintergründe. Wieso läuft die Firma nicht so gut, wie sie laufen könnte und so weiter. Das finde ich ja jetzt interessant. Da geschieht also schon eine beraterische Tätigkeit fürs Leben. Genau. Du hast auch noch erwähnt, dass du beim Finanzgeschehen und bei der Arbeit, sprich Buchhaltung, sehr im Kopf bist. Und im energetischen Bereich verwendest du unter anderem ein ganz besonderes Werkzeug für deine Klienten, sag ich mal. Und das nennt sich Access Bars. Genau. Kannst du mal erklären, was das ist? Access Bars sind 32 Energiepunkte am Kopf und die hält man. Und jeder Punkt ist einem Thema zugeordnet, wie zum Beispiel Trauer und Freude, Körper, Sexualität, Geld, Kontrolle und so weiter. Und wenn man die hält, diese Punkte, dann ist das so, dass sich die Spannungen, die sich da aufgebaut haben über die Jahre, Jahrzehnte, dass sie sich da lösen können. Und dementsprechend gehst du mit einem leeren Kopf nach Hause oder einem entspannteren Kopf. Wie lange dauert denn so eine Sitzung im Durchschnitt? Es kommt darauf an.
Für die ganz Eiligen kann man es auch in 20 Minuten und in einer halben Stunde machen. Dann hält man einfach nicht alle Punkte. Und wenn man so alle Punkte, alle 32 Punkte durchmacht, dann sind das ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden. Das muss man schon einbeziehen. Das ist natürlich auch eine Zeit, die man sich gönnen sollte und widmen kann, und wenn man es dann halt wirklich mal ein bisschen eilig hat. Na gut. Genau. Sollte man solche Sitzungen wiederholen, öfter machen, oder? Ja, das kommt immer auf das Thema drauf an, das der Klient hat, ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich kann man sich das eigentlich jeden Tag machen. Mein Mann und ich haben beide die Ausbildung und wir könnten uns das jetzt jeden Tag geben, wenn wir zeitlich Zugänge kennen. Aber ansonsten kann man auch durchaus einmal im Monat kommen oder einmal in der Woche, je nachdem auch vom Thema her, genau. Und man kann auch mit viel Fragestellungen, in Access geht es darum, immer in der Frage zu bleiben, nicht immer die Antwort zu suchen und die Erwartung zu haben, ich gebe jetzt was ins Universum rauf und ich will es aber genauso präsentiert haben. Und bei Access geht es darum, wir gehen in die Fragestellung und empfangen das, was uns das Universum schickt. Weil man ja oft wirklich, wie du jetzt erwähnst, ins Universum, ich will das und das sollte so aussehen. Wenn ich das nicht bekomme, bin ich enttäuscht. Oder genau. Und ich wünsche mir ein blaues Auto und wenn das nicht kommt und es ist grün, bin ich enttäuscht, so ungefähr. Ja, genau. Okay. Und vor allem finde ich auch interessant, dass eben im Kopf, am Kopf, muss ich sagen, und auch im Kopf, durch dieses Access Bars gearbeitet wird. Da, wo eben die Emotionen und die Gedanken, das Problem stattfindet. Ganz genau. Prima. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Praxis mit dir eingehen. Die ist wo? Ich habe zwei Praxen, und zwar eine in Liechtenstein. Da haben wir einen Behandlungsraum und einen großen Raum für Seminare. Und dann habe ich noch einen Raum bei mir in Feldkirchen in Vorarlberg. Ich werde auch in der Infobox danach dann die Website von der Elke verlinken und natürlich auch die E-Mail-Adresse, und dann kannst du sie kontaktieren, wenn du dort in der Nähe wohnst und einfach mal Interesse daran hast, dieses Access Bars kennenzulernen. Jetzt wollte ich noch etwas fragen. Ja, genau. Gebt ihr auch Seminare, wo man das lernen kann? Genau. Also die Access Bars ist eigentlich der Anfang, der Beginn von Access Consciousness. Und Access Consciousness bedeutet Zugang zu deinem eigenen Bewusstsein. Und die Bars, die können wir schon als wir geben, als Seminarleiter. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Tools von Access, und da hosten wir, nennt man das. Also das kann sein, dass wir dann Leute einladen, die das dann schon geben können als Seminar. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen, die sehr, sehr interessant sind, wie zum Beispiel Körperprozesse und so weiter. Spannende Geschichte. Prima. Die Access Bars, habe ich so das Gefühl, haben wir jetzt ausreichend erwähnt und erklärt. Und jetzt möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das sehr viele Menschen betrifft, wo die Elke und ihr Mann Heribert sehr viel daraus gelernt haben. Und zwar geht es um die Allergien. Ihr habt durch die Allergien, die dein Mann Heribert hat oder auch zum Teil hatte, eure Ernährung umgestellt, verändern müssen. Wie sah denn das aus? Ja, mein Mann hat irgendwann festgestellt, dass er gluten- und laktoseunverträglich war. Und wir waren auf einem Seminar in der Schweiz, auf einem Paarseminar, und da gab es nur vegetarische Kost. Und ich habe ihn gefragt, schaffst du das denn überhaupt eine Woche lang, nur vegetarisch, ohne Fleisch? Und er hat gesagt, na, das schaffe ich schon, da gehe ich durch. Dieses Seminar, das machen wir. Und nach dieser Woche, als wir heimkamen, hat er gesagt, ich habe mich jetzt entschlossen, ich esse nichts Tierisches mehr. Und ich war völlig überfordert mit dieser Situation, weil Gluten ist ja kein Weizen, kein Getreide, kein gar nichts. Und Laktose natürlich alle Milchprodukte oder Käse oder was auch immer das sein kann. Und
wenigstens Fleisch und Fisch war für mich eines der wichtigsten Dinge, die ich dann kochen konnte. Mhm. Und auch das fiel dann weg und ich habe dann gegoogelt und habe mir zuerst mal anschauen müssen, was wäre denn das für eine Ernährung. Und wir sind dann wirklich auf das Thema gestoßen, Veganer. Und haben dann die Ernährung so umgestellt, da wusste ich dann endlich mal einzuordnen, habe mir dann Kochbücher gekauft und habe dann experimentiert. Mhm. Und das hat uns so, so gut gefallen, dass wir, ja, ich denke, fast 5 Jahre lang strikt vegan gegessen haben, wohlgemerkt gegessen. Und jetzt kann es doch auch so mal sein, dass wir ab und zu Fisch oder Fleisch zu uns nehmen. Du hast jetzt erwähnt, gegessen. Mhm. Warum hast du das so intensiv gesagt? Viele Veganer haben, wenn sie diesen Lebensstil wirklich leben, dürfen dann nichts Tierisches auch an sich haben. Also auch kein Leder, keine Lederschuhe, kein Ledergürtel, zum Beispiel auch keine Daunendecken. Das sind ja Daunen, Tiere und so weiter. Und deshalb habe ich das so strikt erwähnt, weil wir das nie so getrennt haben. Also wir hatten trotzdem noch Lederschuhe. Also du sagst nicht, wir sind Veganer, nein, sondern wir ernähren uns genau als solche, genau. Und jetzt auch wieder ab und an mal genau anders, weil dein Mann das jetzt wieder verträgt aufgrund dieses Strikten von vorher, dass der Körper sich verändert hat. Genau. Mhm. Er hat erstens bei dir ja auch einige Sitzungen gemacht, die ihn einiges gelöst haben. Wir haben jetzt auch mit Access sehr viel nochmals lösen können. Und er kann jetzt Dinkel wieder essen und Gerste und solche Getreidearten, die kann er sowieso essen. Alles, was so in die Urweizen oder Urgetreide reingeht, das geht alles. Und wir deshalb auch gesagt haben, okay, dann lockern wir mal unsere Lebensweise ein bisschen, unser Essen. Und auch weil unser Körper oftmals am Ende dieser veganen Essenszeit gesagt hat, jetzt habe ich wieder Lust auf ein Stück Fleisch oder Lust auf einen Fisch. Okay. Mhm. Ja, weil der Körper sich natürlich verändern kann. Mhm. Und wenn man auf diesen hört, teilt er einem sehr wohl genau mit, was er braucht und was er mag. Aber was mir ganz wichtig ist an dieser Geschichte, wir haben uns wirklich so ernährt, dass wir selber gekocht haben, fast keine Convenience-Produkte verwendet haben. Also es gibt Veganer und Veganer, also das sind Unterschiede. Und ob ich jetzt nur Convenience-Produkte kaufe, die trotzdem wieder mit ganz vielen Geschichten angereichert sind, oder ob ich selber koche, das sind schon nochmal 2 Paar Schuhe. Und wir haben wirklich 2-mal am Tag warm gekocht und wir haben uns fast alles selber hergestellt. Okay. Und auch mit sehr biologischen Lebensmitteln. Also ich spreche da wirklich von Lebensmitteln, nicht nur Nahrungsmitteln. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich mit biologischen Lebensmitteln unsere Mahlzeiten zubereiten. Also es ist nicht so, dass derjenige unter euch, der jetzt mit Allergien zu tun hat, dass er diese immer haben muss, sondern da gibt es sehr wohl Möglichkeiten, diese zu verändern, auch dann mit der Zeit im Körper, und keine Bedenken davor, wenn man irgendwelche Allergien hat, dass man denkt, jetzt kann ich das nicht mehr essen und jenes nicht mehr, ja, was bleibt mir denn noch? Macht es doch einfach wie die Elke und erforscht, da gibt es nämlich sehr, sehr viel noch auf dem Markt, das du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast und kennst. Auf diesem Wege möchte ich mich bei der Elke sehr herzlich bedanken. Dankeschön. Für deine Zeit, deine Informationen, und vor allem auch werde ich das nachher noch verlinken, und wer mag, kann mit Elke ja in Kontakt treten. Also das Access Bars habe ich selber auch schon an mir, bei mir machen lassen, und das tut einfach sehr, sehr gut. Aber mach dir selber mal ein Bild, ja, und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss! Und
jetzt noch im Anschluss das Channeling für dich. Alles ist im Wandel, alles ist in einer Veränderung, wo du immer mehr entdecken kannst, was dein Körper dir ermöglicht. So bedanken wir uns auf diesem Wege bei Elke für deine Offenheit und dein Gehen über gewisse Grenzen, die du dir selbst gesetzt hast, diese Grenzen jetzt nicht mehr existieren. Der menschliche Körper ermöglicht euch Menschen enorm vieles. Und gerade auch jetzt, wo sehr viele Energien auf die Erde kommen, mag es sein, dass du dieses spürst. Diese Energien von großer Wichtigkeit sind auch für uns, der geistigen Welt. Durch diese neuen Energien erhalten wir Informationen aus anderen kosmischen Bereichen, die wir euch Menschen weitergeben können, die auch uns weiterentwickeln lassen. Mag sein, dass dein Körper im Augenblick müde ist, deine Gedanken wirr sind, dass deine Emotionen auf und ab gehen, dass du im Augenblick kaum Ruhe empfindest. Doch dieses von großer Wichtigkeit ist zu wissen für dich, dass du dich weiterentwickelst. Und je mehr du lernst, das Ganze auch mit Humor zu betrachten, umso einfacher wird es, denn wenn du Humor empfindest, ist die Müdigkeit rascher weg, ist der Umgang mit dieser Müdigkeit bei weitem ganz anders, als wie wenn du jammerst. Die Energien, die jetzt auf die Erde kommen, durch deinen Körper gehen, mit denen wir die geistige Welt arbeiten können, verändern vieles. Und so sind auch gewisse Symptome, die jetzt noch vorhanden sind, wie Elke angesprochen hat, Allergien zum Beispiel, veränderbar, weil du auch die Angst vor diesen Allergien verlierst, weil du auch die Angst vor gewissen Symptomen, die dein Körper durch diesen intensiven Energiedurchfluss dir zeigt, veränderst. Alles ist im Wandel, alles ist in einer Veränderung und braucht nicht zu bleiben, wie manche Menschen dir erzählen, dass du das jetzt ein Leben lang haben brauchst. Alles verändert sich und du steckst mittendrin. Ist dir auch aufgefallen, dass die Sexualität sich verändert hat? Durch die Feinfühligkeit von deinem menschlichen Körper kannst du Verschiedenstes intensiver empfinden. So gib Acht, mit welchen Menschen du dich einlässt, in welcher Umgebung du dich öffnest für einen anderen Menschen. Erkunde auch deinen menschlichen Körper selbst, denn auf diese Art und Weise lernst du dich besser kennen, lernst du deine Empfindsamkeit besser kennen. Und wenn es dir im Augenblick nicht so gut gehen sollte durch Müdigkeit, wirre Gedanken, Ängste, die da sind, zeigt das Leben dir einfach einen Weg, den du verändern sollst. Das Leben überreicht dir genügend Hinweise, Zeichen und neue Wege, wo du gehen kannst, damit dein Körper sich besser entspannen kann, damit du eben leichter leben kannst. Und dich verändern kannst. Du brauchst nur die Offenheit genießen, die jetzt du immer mehr leben kannst. Du brauchst keine Angst haben vor deiner eigenen Offenheit. Ja, dann werde ich wieder von Menschen oder Lebenssituationen enttäuscht oder verletzt. Ist das wirklich so? Wenn du es nicht erkundest, wirst du es nicht erfahren und stets hinter Mauern leben, die Grenzen setzen. Du wirst merken, wenn ein anderer Mensch dich verletzt oder du von einer Situation des Lebens enttäuscht wirst, du dieses nicht mehr so intensiv wahrnimmst wie einst, weil dein Körper feinfühliger geworden ist. Ihr Menschen habt oft Angst vor der Feinfühligkeit, dass ihr überfordert werdet oder vieles mehr empfindet. Doch jetzt seid ihr in einer Zeit, wo ihr mit all diesem
besser umgehen könnt, die sogenannten negativen Gefühle wie Verletzungen nicht mehr so intensivst empfinden braucht wie einst, weil ihr die Angst davor verliert. Versteht ihr, was wir euch versuchen zu erklären? Die Feinfühligkeit kann immer mehr positiv genutzt werden. Die Müdigkeit, die Traurigkeit, die Emotionsschwankungen, die du gerade spürst, kannst du positiv nutzen, weil du dich mit dir beschäftigst. Weil du achtsamer, noch achtsamer mit dir selbst umgehst. Weil du noch achtsamer bist, mit welchen Menschen, Situationen umgebe ich mich. Dein Körper zeigt Reaktionen, damit du noch achtsamer mit dir und deinem neuen Weg bist, den du jetzt vielleicht gerade beginnst zu entdecken. So hab keine Angst vor gewissen Allergien oder sonstigen Symptomen, die dein Körper noch aufweist, denn es ist absolut veränderbar. Ankhya Makaret Enkenes Keteyem Enkviaret Lasna Satayem. So bedanken wir uns noch einmal bei Elke für diesen mutigen Schritt, für ihre Veränderung in das Neue hineinkommen. Und du wirst Menschen kennenlernen, die dir zeigen, was noch Neues in dir ist, zu entdecken. Und auch so bei Heribert, bei deinem Mann. Auch er wird Neues durch andere Menschen und Lebenssituationen in sich entdecken können. Und so könnt ihr weitergehen, miteinander weiter wachsen können. Ein großes Lob unsererseits an euch beide für dieses wunderbare Zusammenspiel, das ihr jetzt auf diesem Erdendasein lebt. Nekotei karet enke seyem. Alles geht weiter, nichts findet ein Ende. Im Gegenteil, ein neuer Start da ist. In diesem Wandel, in dem du jetzt drinsteckst, dieses neue Geborenwerden, wurde über Jahrhunderte vorbereitet. Jetzt ist es da, um es leben zu können. Und du steckst mittendrin und hast ausreichend Mut, damit zu gehen. Früher wäre es so gewesen, dass du deinen Körper hättest verlassen müssen. Du wärst gestorben, wenn ein größerer Quantensprung oder eine größere Lebensveränderung bei dir stattfindet. Jetzt geht dein menschlicher Körper mit. Er erlebt diesen Wandel mit. Das ist neu, das ist etwas ganz Besonderes. So schätze deinen Körper, liebe ihn. Und er unterstützt dich in diesem besonderen Prozess, der noch die kommenden Jahre anhält, je nachdem wie deine Entwicklung ist, deine Schritte sind, kannst du da rasch hindurchgehen und das neue Leben und deinen kristallinen Körper schon erleben und leben oder länger dabei bleiben, diesen Wandel zu durchlaufen. Jeder Mensch kann für sich selbst Entscheidungen treffen. Vayosuhei, danke, dass es dich gibt und dass du tust, was und wie du es tust. Vayosuhei, danke, danke dir. Danke dir auf diesem Wege und ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.